Aufstehen, wählen gehen. Leute, ich gehe wählen, ihr geht wählen, übernehmt Verantwortung und nutzt die Chance, die Politik aktiv zu beeinflussen. Eure Zukunft liegt in eurer Hand. Macht was draus und geht wählen. Hallo, liebe Jungwählerinnen, Jungwähler. Am 14. März ist Landtagswahl und da stellen sich viele die Fragen, gehe ich wählen oder gehe ich nicht wählen? Ich finde, diese Frage stellt sich nicht. Denn wählen gehen ist ein Grundrecht und davon sollt ihr Gebrauch machen. Wählen gehen heißt, den Bestand der Demokratie, die eigene Freiheit, aber auch die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu sichern. Es geht um eure Zukunft, deswegen geht wählen. Geh wählen, weil wählen ist ein Privileg, das nicht jeder auf dieser Welt hat. Hallo, ihr seid alt genug und habt eine eigene Meinung. Ihr braucht jemanden, der eure Meinung in der Politik vertreten tut. Die richtigen Personen. Das erreicht ihr nur, wenn ihr wählen geht. Also, geht wählen. Wir leben in einem so schönen Land Baden-Württemberg und ihr habt die Qual der Wahl. Das ist keine Qual, sondern das ist ein Vorzug, eine Chance. Deswegen geht wählen bei der Landtagswahl. Geht wählen, weil ihr das Recht dazu habt. Sei nicht faul und geh wählen, weil davon hängt deine Zukunft ab. Also geh wählen. Wählen ist wichtig, damit es für dich in die richtige Richtung geht. Du bist Teil des Großen und hast die Möglichkeit, etwas zu verändern. Geh wählen. Warum? Du bist Teil der Gesellschaft. Du kannst was bewirken. Auch deine Stimme zählt. Ist es nicht toll, dass du in einem Land lebst, wo du mit deiner Stimme Teil von Veränderung werden kannst? Deswegen, denk nicht nach, setz dich ein, gib deine Stimme ab und geh wählen. Bald heißt es nicht mehr wünschen, sondern bald heißt es mitbestimmen und zwar bei der nächsten Landtagswahl. Und da kann ich euch nur den Tipp mitgeben oder den Rat geben, geht wählen, zeigt mit eurer Stimme, wie ihr unsere Zukunft gestalten möchtet. Geh wählen, weil jede Stimme zählt. Wenn du möchtest, dass deine Vorstellungen in deinem Bundesland gehört werden, wenn du möchtest, dass Politiker deine Vorstellungen in deinem Bundesland zur Sprache bringen, wenn du möchtest, dass deine Stimme zählt, dann geh wählen. Ich weiß, es ist ein heikles Thema, aber jeder von uns hat eine Stimme. Deswegen geht wählen. Geht wählen. Ist ein Privileg. Dafür werden wir von ganz, ganz vielen Menschen beneidet, von anderen Ländern. Und gerade mir Frauen, mir gab man 102 Jahre erst das Wahlrecht. Ich bin stolz, dass ich mitbestimmen kann, wohin unsere politische Reise geht. Und für euch ist noch wichtiger, denn ihr seid unsere Zukunft. Ihr müsst wählen, was ihr wollt. Wenn ihr nicht wählen geht, dann wählt ihr das Falsche. Tja, schon so eine Sache mit dem Kreuz. Aber es geht ein Stück weit auch um deine Zukunft. Also geh wählen und mach dein Kreuz. Geh wählen, damit du deine Zukunft mitgestalten kannst. Meckern verändert nichts. Deshalb nutzt eure politische Stimme und geht wählen. Hallo ihr Lieben. Ja, ihr Erstwähler, Jungwähler. Ihr erlebt gerade im Moment, was das für Auswirkungen plötzlich haben kann. Wer entscheidet, was passieren soll. Und jetzt ist eure Gelegenheit, Einfluss zu nehmen. Nehmt diese Gelegenheit wahr, geht wählen. Geh lieber zur Wahl, ehe du dich später im falschen Film wiederfindest. Hier sind Felix und Till von der Hip-Hop-Band Zweierpasch. Am 14. März sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg und wir sagen, mach dein Kreuz. Sucht euch Themen raus, die euch betreffen, es gibt sie auf jeden Fall. Wer meckern will, muss auch mitmischen. Wer sich beschweren will, muss sein Kreuz machen. Deshalb, heißt für euch, ciao! Aufstehen, wählen gehen.